Das Embracher Tal hat sehr gute Vorkommen an Tonen gehabt. Man hat rote Tone, aber sehr hellrote Tone hier im Embracher Tal gefunden, was den guten Ruf auch des Embracher Tons oder des Embracher Lehms ausgemacht hat, die helle Farbe. Und da, dass der Ton sehr kalkfrei war und sehr frei war von Verunreinigungen. Der Ton selber ist dann nicht der Ausschlaggebende gewesen, sondern was man daraus gemacht hat. Im Embracher Tal hat sich verschiedenste Betriebe niedergelassen, von Ziegeleien über Tonrohreherstellung, über Klinkerbetriebe. Der Ton war für fast alles zu gebrauchen, muss man so sagen. Dadurch hat sich natürlich auch als keramisches Zentrum des Embracher Tal herausgebildet, weil man natürlich sehr viel Fachwissen hier auch hatte. Das hat schon sehr früh dazu geführt, dass die Ware aus Embrach sehr überregional bekannt wurde. Man hat bis hoch Breisgau, Karlsruhe beliefert, die ganze Schweiz. Man hat bis nach Österreich geliefert, die Keramiken. Man hat ein sehr großes Feld schon abgedeckt, sehr früh. Keramik ist ein sehr breites Spektrum. Also man hat von der Keramik, von dem Ziegelstein, von dem klassischen Ziegelstein über den Klinkerboden bis zur hochwertigen Kachelware, hat man eigentlich sehr verschiedene Bereiche. Ein Ziegelstein muss nicht so hochwertig sein, da kann man eher Tone nehmen, die magerer sind, nicht so plastisch sind, die sandiger sind von ihrer Art her. In der Kachelware braucht man sehr hochplastische Tone. Plastisch heißt, dass sie sehr gut formbar sind. Dann, je heller brennt, war natürlich je hochwertiger der Ton, weil eine Eisenverunreinigung, was die Rotfärbung ist, macht sich hinterher auf die Glasuren aus. Auswirkungen auf die Glasuren. Und da muss man halt dann das wieder abdecken mit einem hellen Ton. Und das ist halt sehr aufwendige Herstellungsart. Tone muss man sich so vorstellen, Tone sind verschiedene Schichten von der Ablagerung. Es können sehr schlechte Tone, Blautone und so weiter, die wo reißen, können über sehr guten Tonen liegen. Also eine Tongrube ist nicht eine Tonsorte, wo man runtergraben kann, wie man lustig ist, und man hat einen tollen Ton, sondern ein Ton besteht aus ganz vielen verschiedenen Schichten. Und diese Schichten baut man einzeln ab. Manche Tone sind eher für das eine geeignet, manche Tone sind für das andere geeignet. Verunreinigungen wären jetzt zum Beispiel Kies oder dann auch wirklich grober Eisen, wo man drin hat, wo dann ausblühen, und natürlich Kalk. Kalk ist das ganz Schlimmste für uns, weil es den sogenannten Kalkspatzen gibt. Der Kalk später nach dem Brennen dehnt sich aus und platzt ab. Das sind Verunreinigungen. Im Embracher Tal haben wir einen sehr kalkarmen Ton, was natürlich der große Vorteil war. Aber leider Gottes sind im Embracher Tal die Tonvorkommen gute Tone, aber kleine Vorkommen gewesen, die vielleicht für 150, 200 Jahre gelangt haben. Und danach sind die Tonvorkommen eigentlich nicht mehr rentabel beim Abbau gewesen. Das heißt, man hat schon sehr früh immer auch Tone zukaufen müssen. Ton in seiner Naturform gibt es eigentlich keine Farbe, wo es nicht gibt. Es gibt sehr große Ausreißer drunter, die wo dann fast schon bläulich wirken. Aber der Keramiker sucht sich natürlich die Tone nach seiner Verwendbarkeit auch raus. Also wir verwenden einen sehr weißen Ton für die Kachel, weil wir natürlich dann auch weiße Glasuren drauf machen können. Wenn wir jetzt einen roten Ton als Untergrund verwenden würden, dann wird der rosa-rot durchschimmern. Also wir könnten keine rein weißen Kacheln machen. Oder das Eisenoxid im Ton selber nimmt auch auf die Glasur einen Einfluss. Dadurch versucht man heutzutage, oder man hat es auch schon zur Jahrhundertwende, möglichst weiße Tone zu verwenden. Der Embracher Ton hier, der gelbe Ton, hat man sich mit dem Trick beholfen, dass man auch helle Glasuren machen konnte. Man hatte den roten Ton für die Kacheln hergenommen und hat dann eine sogenannte Behautmasse aufgetragen. Eine Behautmasse ist ein weißer, feiner Ton, und den hat man ganz dünn aufgetragen auf die Kacheln, so dass man auch helle Glasuren machen konnte. Natürlich gibt es
auch Tone, die wo mehr Einfärbung drin haben, die wo mehr Eisenoxid, zum Beispiel alle Rotfärbungen oder Gelbfärbungen, ist meistens Eisenoxid dafür verantwortlich. Die wo eine höhere Rotfärbung haben, dann haben wir Tone, die wo bis in den Schwarzbereich reingehen, also wo ganz schwarz sind, also schwarze, graue, betongraue Tone, die dann andere Oxide im Ton eingelagert haben, wie Mangan, andere färbende Oxide. Die rein weißen Tone, wie wir sie jetzt hier sehen, die findet man in der Schweiz nicht oder ganz selten. Also man findet sie schon als Blauton, aber ganz, ganz selten. Also wenn, dann werden die hier nur noch als Zuschlagstoff für irgendwas oder ganz hochwertige Engoben verwendet. Weiße Tone findet man eigentlich hauptsächlich in England, dann in Deutschland, Westerwald. Meißen ist bekannt für seine hellen weißen Tone. Da findet man so weiße Tone. Wir verwenden inzwischen seit bei uns, weil wir auch weißen Ton verwenden müssen wegen unseren Glasuren, einen Ton oder 7 verschiedene Tone sind in unserem Material verpackt, der kommt aus dem Westerwald. Also wir haben selber keinen Schweizer Ton mehr drin. Im weißen Ton. In den Gelbtönen haben wir schon noch Schweizer Tone. Wir wären froh, wenn wir noch an so hochwertige Tone aus der Schweiz rankommen würden, aber die Gruben, die wo jetzt mit diesem hochwertigen Ton noch vorhanden sind, sind sehr kleine Gruben. Es wird sich der Abbau nicht mehr lohnen. Also die sind dann auch geschlossen. Auch hier in Embrach haben wir noch gute Tonvorkommen, aber die Vorkommen sind so klein, dass sich der Abbau nicht wirklich lohnt. Also Porzellan ist nochmal eine ganz extra Geschichte. Porzellan sind sehr reine Feldspate eigentlich. Also man geht dann schon in den Feldspatbereich. Der Ton ist ja auch eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Die kommen sehr selten vor, diese Vorkommen. Das Porzellan selber, das weiße Gold, kommt ja eigentlich aus China, wo wir sehr hohe Feldspatvorkommen hatten. Im Prinzip konnten die Chinesen gar nicht anders, als wie Porzellan zu machen, weil sie kein anderes Material zur Verfügung hatten. Und dann in Meißen, in Deutschland, wurde dann das Böttcher Porzellan, das war Böttcher, der wurde es 1820 dann endlich rausgekriegt hat, wie man das Porzellan herstellen kann mit dem Feldspat, dass man sehr hoch brennen musste. Hier in der Schweiz haben wir kaum Feldspatvorkommen, die wo sich dafür eignen. Es gibt natürlich immer kleinere Mengen irgendwo, aber die für den Abbau wirklich für den Abbau interessant waren, gab es eigentlich nicht. Man hat das nicht so rein weiße Tone gehabt. Auch die Brenntechnik ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also für so hohe Temperaturen wie für Porzellan. Porzellan wird bis zu 1300 Grad gebrannt, um dieses Durchscheinende. Es ist verglast schon, das Material. Um diese Durchscheinende muss man sehr hoch brennen, also bis 1300 Grad. Die Brenntechnik der Brennöfen war sehr lang, dass man Temperaturen bis 1000 bis 1100 maximal erreichen konnte. Man muss da schon eine sehr ausgetüftelte Brenntechnik auch haben. Heutzutage ist es kein Problem mehr, da bis 1300 Grad zu brennen, aber andere Keramik werden heutzutage bis 1500 Grad schon gebrannt. Die Manufakturen, die es in der Schweiz gab, die wo auch Geschirr hergestellt haben, helles Geschirr, die haben sich die Tone auch zugekauft. Die stammen natürlich aus der Herstellung der Irdenware. Also ursprünglich haben die Irdenware hergestellt, auch ganz klassische Ware. Und der Markt hat natürlich nach immer weißerer Ware gerufen und da hat man dann Tone zugekauft. Also der Handel mit Ton über die Grenzen, den gibt es schon sehr lange.